Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares. Ja, ich möchte eine Sache vorweg sagen, und zwar hat jemand unter die letzte Folge von Little Nightmares geschrieben, dass ich das Ganze doch mal mit Facecam machen soll. Und die habe ich jetzt hier auch eingeblendet. Moin. Ja, ich habe sie ganz dezent in die Ecke getan, in schwarz-weiß, damit es nicht ganz so auffällt und nicht so, nicht so bunt wirkt, so in dem ganzen Setting von Little Nightmares. Ich würde ganz gerne mal eure Meinung wissen, wie ihr das findet mit der Facecam. Ob ich das drin lassen soll oder eher nicht, oder ob das eher stört oder so. Einfach mal eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben, das wäre sehr nett von euch. Und dann kann ich mich dann ein bisschen nach euch richten, weil, ja, ich würde einfach immer gerne eure Meinung dazu wissen. Genau. Die zweite Sache ist, ich kann jetzt endlich wieder vernünftig Videos produzieren. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe es auch in einem Video gesagt oder in zwei, glaube ich, dass meine Soundspuren im Moment von den Aufnahmen, also nicht meine, meine Stimmenaufnahme, sondern die vom Spiel, beziehungsweise die von Windows und von TeamSpeak und so, die war halt komplett verschoben, passte null zum Bild, war ein paar Sekunden zurück, aber als ich das dann ein bisschen umgeschoben habe, dass es gepasst hat, hat es dann an einer anderen Stelle wieder nicht gepasst, weil dann da irgendwie wieder ein Fehler drin war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das jetzt endlich fixen können. Es war eine ganz einfache Einstellung in den Windows Sound Einstellungen, aber das, sowas ahnt man ja eh erst als letztes. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Little Nightmares und auch mit den anderen Formaten. PUBG wird jetzt auch wieder öfter kommen, weil ich habe richtig Bock auf PUBG im Moment. Kommt ja auch bald die neue Map raus, da wird auch wieder ordentlich Videos kommen. Witcher werde ich jetzt auch bald weiterspielen. Nur ich hatte halt momentan das Problem, dass ich nicht wirklich aufnehmen konnte, daher, ja, kamen auch nicht so viele Videos. Auf jeden Fall geht es jetzt wirklich los. Leute, jetzt wird produziert ohne Ende. Und ich habe jetzt auch bald zwei Wochen Urlaub, heißt, da wird noch mehr produziert, als ich sowieso schon vorhab. Okay. Ich will auch nicht weiter schnacken, wir sind schon bei 2 Minuten. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir waren letztes Mal, sind wir, glaube ich, hier rechts als letztes in den Raum gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue nochmal. Genau, hier. Da ist der eine nämlich. Kann man den abfangen? Nee. Oh doch. Man kann ihn wieder rausholen. Ja, man kann ihn wieder rausholen. Wie cool. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Nehmen wir mal gerade hier runter. Brauchen wir bestimmt gleich, um die Tür aufzumachen. Und hier ist noch einer drin. Nein. Hallo. So. Einmal rausziehen. Ach, so. Gut. Gut, ciao, ne? Ja, gut, wir können auch einfach hier. Muss ich vielleicht die Tür. Nee, oder? Muss ich die Tür aufmachen? Mit denen zusammen? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Na gut, dann. Huch, dann doch hier hochklettern. Und brauche ich die Zwerge wahrscheinlich doch nicht. Na gut, okay. So. Und ich werde wahrscheinlich dann auch diese Folge, die Facecam ab der Hälfte ungefähr dann ausschalten, damit ihr einfach einen direkten Vergleich in der Folge habt, wie das Ganze wirkt. Genau, da möchte ich einfach, wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren einmal lesen, damit ich auch mich dann an euch richten kann. Okay, da sind jetzt die Sicherungen rausgeflogen. Kann ich hier rein? Ja, bringen tut das aber nicht viel. Okay, vielleicht muss ich die Sicherung wieder reinmachen. Das sieht sehr danach aus. So. Und rein damit. Oh. Die scheint trotzdem nicht zu gehen. Okay. Okay, da geht jetzt immer nur die eine raus. Gut. Vielleicht muss ich die. Moment, vielleicht. Huch. Ich nehme die mal mit, weil ich sehe ja rechts da schon. Ja, habe ich schon heimlich erspäht den Schlitz in der Tür hier unten. Können wir ja lang. Und dann müssen wir bestimmt. Bisschen dunkel hier. Die Sounds gefallen mir gar nicht. Überhaupt gar nicht. Nein! Lauf doch! Lauf doch!
Es ist der Betreuer. Er lebt. Ja gut, ich habe mir schon gedacht, dass das hier noch während seiner Lebzeiten ist. Wir haben ja den mit Six damals getötet. Ey, du Stricher. Ist der jetzt weg? Ich weiß nicht so genau, ob der jetzt weg ist oder nicht. Okay, er scheint weg zu sein. Ja, okay, ich kann das Ding nur mitnehmen, wenn ich keine Lampe an, aber dann weiß ich halt nicht, wo der Betreuer ist. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie wir jetzt weiterkommen, sondern ich versuche einfach mal zu weil er ist ja blind. Ich versuche einfach mal zu schleichen. Mitten in der Dunkelheit stand er da einfach eben. Da ist der kleine Stricher. Oh, ist der ekelhafte Typ. Kommt der näher? I. Okay. Ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, dass er links von uns ist. Da irgendwo. Okay, ich gehe hier jetzt mal weiter. Und dann gucken wir gleich mal, wo ist, was wir hier überhaupt machen. Oh oh, der hört uns auf den Kohlen laufen. Oh, ich mach mal das Licht wieder an. I, geh weg mit deinen ekligen Händen. Oh Gott! Alter, dieser eklige Typ. Okay, wir sind weiter. Vielleicht brauchten wir die doch nichts mit der... Mit... Kommt der jetzt hier hoch? Der kommt jetzt aber bitte nicht hier hoch, oder? Sieht nicht so aus. Okay. Was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß nicht so genau, was wir hier machen müssen, weil hier sind drei Türen. So komische weiße. Und hier kann man auch nirgendwo hochklettern oder so. Vielleicht da? Moment. Ja, da geht's hoch. Geil, hier ist aber auch gar nichts. Okay. Und vielleicht hier hochklettern? Ne, ich kann hier eine Dose aufheben. Ne. Okay, ich kann hier nicht wirklich viel machen. Ich weiß auch nicht so genau, was das mit der Sicherung auf sich hat. Also da müssen wir auch gleich nochmal schauen, was wir damit machen müssen. Vielleicht brauchen wir die hier irgendwo im Raum. Da oben ist eine Lampe. Aber viel mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Also ich kann jetzt nicht irgendwo hochklettern oder so. Da unten ist der kleine Pisser. Ganz vorsichtig. Okay, ich mach mal gerade das Licht wieder an. Bin mir jetzt nicht so sicher, was wir machen müssen. Weil wir halt unten die Sicherung haben. Müssen wir eventuell diesen Ofen anmachen? Ich weiß es nicht. Da ist der kleine Penner. Man hat kurz seinen Schatten gesehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich gehe hier einfach mal unten. Da ist Kohle, da gehen wir mal nicht drüber. Das hat er ja, da haben wir gemerkt, dass er das hört. Geht's denn hier lang? Okay, hier ist eine Tür. Kann man die aufmachen? Das war knapp. Nee, die Tür kann man nicht aufmachen. Okay. Okay. Was müssen wir machen? Also wir haben jetzt die... Hilfe? Ich weiß nicht, ob man den auf YouTube gerade links sieht. Aber da... Ja, jetzt müsste man ihn da sehen.
mal weg. Alter, wie knapp! Oh, Alter! Schnell! Alter, wie knapp das war! Der war mit seiner Hand einen Zentimeter von mir weg. Alter. Ich weiß nicht so genau, wo wir hin... Müssen wir hin? Okay, hier kann ich nur... Da... Kann ich nichts anderes als... Nein! Ja, da konnte ich nichts anderes als über die Kohle laufen. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Ich würde auch mal sagen, jetzt mache ich mal die Facecam so lange aus für den Rest der Folge. Und ihr sagt mir einfach mal, was ihr besser gefunden habt. Ob jetzt die ersten Part der Folge mit Facecam oder doch lieber ohne. Also den zweiten Part gleich. Ne? Also schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann würde ich mich da nämlich nach euch richten. So, jetzt ist die Facecam nämlich nicht mehr da. Und jetzt kann ich mich auch ein bisschen besser konzentrieren. Um das Rätsel hier zu lösen. So. Also, da springen beide Sicherungen raus. Warte mal. Vielleicht, was ist denn, wenn wir die Sicherung da reinmachen? Wie wäre das denn? Und die hier vielleicht in die andere? Haben wir davon irgendwas? Nee, da fliegt dann einfach die raus. Okay, also das ist egal, welche wir reinmachen. Wir haben jetzt eine Sicherung. Da müssen wir bestimmt eine neue finden und die da reinpacken. Hier habe ich leider... Kein blassen Schimmer, wo hier eine sein soll. Vor allem, weil jetzt hier auch der Herr Betreuer in der Gegend rumschlawenzelt. Dass er da auch einfach mitten im dunklen Raum steht. Ist, oh, da ist er wieder. Auch so eklig, der Typ. Mit seinen mega langen Armen und seiner runtergezogenen Haut vom Gesicht. Okay, kann der jetzt ein bisschen weggehen? Bitte? Das wäre ganz... Hilfe! Das wäre ganz lieb. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Hey, wir haben es geschafft. Okay, wir müssen gleich mal gucken, ob wir irgendwie an dieser Kohle vorbeikommen, dass wir da nicht die ganze Zeit drüber gehen. Kann man hier vorne vielleicht lang? Ja, das geht. Hier ist nämlich kaum bis gar keine Kohle. Okay. Ich weiß nur leider immer noch nicht so genau, wo jetzt... Also ich gehe mal davon aus, dass wir halt eine Sicherung finden müssen. Ich weiß nur leider nicht... Da, ich hab sie... Da sieht man, sieht sie rechts. Da müssen wir also rein. Okay. Ist doch bestimmt jetzt im Raum. Oh, ich versuche da links gerade zu erkennen, aber man sieht nichts. Also wenn, dann liegt es jetzt gerade nicht an YouTube, sondern tatsächlich einfach daran, dass man wirklich gar nichts sieht, weil ich sehe nämlich auch überhaupt nichts. Okay. Jo, da muss ich jetzt mal eine Runde sprinten, weil da knarzt es eine Runde. Dass der auch so weit hochkommt mit seinen ekligen Armen. So. Okay, also jetzt ist die Sicherung unter uns. Da müssen wir also hin. Dann ist jetzt die Frage, wie wir nach unten kommen. Kann ich eventuell diesen Kasten hier schieben? Nein, das geht nicht. Okay. Schade. Aber ich kann hier auch nirgendwo hochklettern, ne? Nee. Nee, mal drunter gucken, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Vielleicht ein Schlüssel? Aber dieser Raum muss doch auch irgendeinen Sinn haben, oder? Der ist ja nicht einfach so da. An die Türen komme ich nicht ran. Ich kann Dosen werfen. Ja, das bringt sehr viel. Nee.
Das bringt mir nichts. Kann ich die eventuell... Nein. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie den Betreuer ablenken, aber irgendwie ist das, glaube ich, auch nicht so die des Rätsels Lösung. Ja. Keinen blassen Schimmer. Ich kann es euch echt nicht sagen. Da, da sind Kinderhände. Ah, die kann ich aufziehen. Alles klar. Da war das, war nämlich der Tipp gerade mit den, da waren nämlich so kleine Kinderhände drauf und das ist der Tipp, dass ich die aufziehen kann. Alles klar. Okay, und jetzt haben wir hier ein Stühlchen. Kann ich jetzt eventuell die anderen Schränke damit dann aufmachen, wenn ich darauf klettern kann? Also ein Hocker meine ich, nicht Stuhl. Nee. Das sieht auch nicht richtig aus. Wo brauche ich den denn? Da oben vielleicht, um da hochzukommen? Nee, oder? Nee. Dann nochmal beim anderen Schrank probieren. Vielleicht geht's ja da. Dass man sich da irgendwie an den... Nupsi da... Nee. An den Griff. Griff heißt es, nicht Nupsi. Anhängen kann. Hier geht es leider auch nicht. Was bringt denn uns denn jetzt der Hocker? Ich kann ihn ja nirgendwo richtig benutzen. Oder? Nee. Das bringt mir ja auch nicht viel. Vielleicht hier? Nee, da kommt man noch nicht rauf. Wo muss ich denn hin? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Okay. Also wir haben jetzt den Hocker. Aber wofür? Also wir können ihn hier auch nur in diesem Raum benutzen, weil ja da links der Kasten steht. Aber wofür brauchen wir den? Das ist jetzt hier die Frage. Ich stelle den eventuell doch nochmal hier vor. Einfach mal probieren, ob wir da oben irgendwo rankommen. Bringt aber, glaube ich, auch nicht viel. Nee. Da kann man es dann auch gleich lassen. Hallo? Ah, jetzt. Da bin ich ein bisschen festgebuckt. Kann ich jetzt hier vielleicht wieder zumachen? Eventuell da? Kann ich da rechts, also hinter der Tür gerade, was ich gerade quasi frei gemacht habe, kann ich da eventuell hin? Mit dem Hocker? Geht das? Nee, das geht auch nicht. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen müssen. Eventuell auf das Fass. Kommen wir darauf? Nee, auch nicht. Nee. Das ist auch nicht korrekt. Also wir müssen auf jeden Fall da oben hin, aber... Die Frage ist, wie? Beziehungsweise, wie kommen wir, oder wo sollen wir raufkommen mit dem, mit Hilfe des Hockers? Wahrscheinlich ist es wieder total einfach, nur ich habe halt die Hälfte wieder übersehen, so wie immer. Ich hasse mein Leben. Warum? Ich habe die ganze Zeit probiert, die Türen aufzumachen. Es ging einfach nicht. Jetzt geht's auf einmal. Und ich weiß nicht, warum. So, hier kommen wir doch bestimmt hoch, oder nicht? Ja, perfekt. Wie gesagt, viel einfacher als gedacht. Ja. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Scheiße. Ich bin dumm. Gut, dass wir nicht gestorben sind. Ja, ich bin ohne Anlauf da rangelaufen an die Lampe. Da müssen wir uns nämlich rüberschwingen. Würde ich zumindest jetzt mal grob so schätzen. Ja, war richtig.
Aber irgendwie, also vorhin gingen die Türen nicht auf. Jetzt gehen sie aus irgendwelchen Gründen auf. Ich weiß auch nicht warum. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt. Und wir können weiter. Hier ist ein Lüftungsschacht. Doch wo führt uns der Lüftungsschacht hin, ist die Frage. Okay. Hier geht's runter. Da drüben geht's wieder rein. Alter. Knappe Sache. So, und ich wette, jetzt sind wir einen Raum tiefer. Oder? Yes. Da drüben liegt die Sicherung. Also hier liegen ganz viele Sicherungen, aber die da oben ist die einzig heile. Glaube ich zumindest. Warte mal, die legen wir mal beiseite. Hier einmal aufmachen. Da einmal hoch. Warum auch immer die jetzt ganz aufgegangen ist. Ich habe Angst. Ich habe die nicht mal angefasst. Wieso ist die aufgegangen? Okay, wir haben die Sicherung. Alter, bloß nicht kaputt werfen. So. Das Ding ist, ich glaube, der Kollege, ich werde jetzt mal gerade hier in die Ecke legen. Ich glaube, der Kollege kommt her, wenn die Tür aufgeht, ne? Nimm doch jetzt die mal hier. Okay, er kommt nicht, alles klar. Auch gut. Ich weiß nicht genau, wo der Betreuer sich aufhält. Aber da man seine Fußschritte hört, wohl sehr nah. Da ist er. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber er ist jetzt direkt hinter uns, quasi, also. Ja. Ein Stockwerk weiter hinten, so quasi, hinterm Tisch auf jeden Fall. Da sieht man gerade seine Hand. Falls man ihn vorher nicht gesehen hat. Oh Gott. Nicht. Nein, nicht so schnell! Okay, ich muss laufen. Ich muss laufen. Ciao. Lauf schneller. Der hat uns gar nicht so richtig gewittert, ne? Auch gut. Rein damit. So. Und ich glaube, jetzt können wir nochmal den... Huch. Hallo. Den Hebel. Jetzt. Und jetzt können wir, glaube ich... Ja, jetzt können wir ein Stockwerk höher. Ja, wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Let's Play Little Nightmares. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo... Sag mal... links zwei Puppen im Klo, oben so ein Puppenkopf oder ein Affenkopf auf dem, im Fensterrahmen. Ja, das wird noch spaßig. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.